So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension der Tiptoy-Dinosaurier-Figuren. Das hier sind die kleinen Ausgaben davon, einfach um mal so einen Größenvergleich zu haben. So sieht das große Modell des T-Rex aus. Oder hier der Triceratops. Also da sind schon deutliche Unterschiede bei der Größe zwischen den Modellen. Oder wenn man sich auch hier diesen großen Saurier angucken will, also die großen sind schon deutlich größer. Man kann mit beiden ganz gut spielen. Natürlich machen die großen mehr eher was her. Von den Funktionen her ist alles das gleiche. Ich glaube, der wirklich einzige Unterschied ist, wie man hier sieht, der T-Rex steht auch in der kleinen Variante nicht so super stabil. Da gibt es auch so einen Blister, wo man den drin stehen lassen kann. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen besser ausbalancieren können oder die Füße ein bisschen länger machen können. Aber nun gut, wie gesagt, das einmal nur so als Größenvergleich von den verschiedenen Dinosauriern. Die Figuren an sich, finde ich, sind wieder sehr schön modelliert. Also die erinnern ja immer so ein bisschen an Schleichfiguren, finde ich. So Spielzeugdinosaurier, mit denen man auch einfach so ganz gut spielen kann. Auch wenn die, glaube ich, nicht wirklich maßstabsgetreu sind. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier die große oder die kleine Ausgabe sein soll. Also die sind auf jeden Fall nicht maßstabsgetreu. Aber es ist ja nicht schlimm. Um den Maßstab an sich geht es nicht. Das erfahren ja die Kinder, wenn sie damit spielen, wie groß die in Wirklichkeit waren. Aber natürlich stört der orangene Punkt ein bisschen beim Spielen. Und denkst du, hä, was ist das denn? Weil man kennt das ja eigentlich von Tiptoy so, dass man hier einfach irgendwo drücken kann und dann man irgendwelche Informationen darüber bekommt. Aber hier läuft eben alles über diesen einen Punkt. Wir sind jetzt gerade im Deckenmodus. Und da würden wir jetzt irgendwelche Geräusche hören, die standardmäßig repräsentativ für diesen Dinosaurier sind. So, wenn er irgendwie grunzt oder gröhlt oder wie er beim Laufen klingt. Wobei das natürlich auch nur quasi ausgedachte Geräusche sind, was man wahrscheinlich aufgrund der Anatomie denkt, wie sie geklungen haben können. Bei jedem Dinosaurier ist so ein Benzel um den Hals, was im Prinzip das Steuerungsmodul für den Dinosaurier darstellt. Wobei ich da auch sehr gut finde, wenn man eins verliert, ist nicht so schlimm. Mit einem so einer Pappkarte hier kann man alle Dinosaurier steuern. Ich muss auch, wenn ich irgendwie jetzt in den Entdeckenmodus oder in den Wissensmodus gehe, nicht jedes Mal irgendwie hier auf der Karte neu die zum passenden Dino anklicken. Ich klicke einmal hier auf den Wissensmodus und dann kann ich auf jedem Dino... Mit seinen Zähnen hatte der Triceratops Glück. Denn unter jedem Zahn befanden sich gleich mehrere Ersatzzähne, die sofort zur Stelle waren, wenn ein Zahn abgenutzt war. Kann ich dann auch gleich auf den nächsten Dino klicken? Die Schnauze des Velociraptor war lang, flach und leicht nach oben gebogen. Sie nahm über die Hälfte des gesamten Schädels ein. In seinem Maul hatte er scharfe, nach hinten gebogene Reißzähne. Eigentlich hatte der Pteranodon keine Flügel, sondern Flughäute, wie wir sie heute von Fledermäusen kennen. Bei den Fledermäusen spannen sich die Flughäute zwischen vier Fingerknochen. Der Pteranodon dagegen hatte drei kürzere Finger mit Krallen und einen sehr langen Finger, von dem sich die Flughaut bis zum Oberschenkel spannte. Und das ist der Wissensmodus, wie gesagt, einmal aktiviert, kann ich da mich durch alle Dinos, die ich habe, kreuz und quer klicken. Ich weiß auch gar nicht, ob das mit den anderen Figuren auch funktioniert. Es gibt ja noch so Tiere Afrikas und Haustiere und so. Die habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich denke, das wird auch da gehen, dass man hier einmal den Modus aktiviert und sich dann überall durchklicken kann. Und wie gesagt, am Anfang findet man es komisch, dass man nicht überall hinklicken kann. Aber es funktioniert mit diesem einen Punkt schon sehr, sehr gut. Und auch dieser Modus, finde ich, ist der informativste und tollste, weil da fährt man wirklich viel sowohl immer über den jeweiligen Dinosaurier an sich, als auch über Dinosaurier und wie die gelebt haben, wann die gelebt haben, was Fossilien sind und so. Das wird alles auf die verschiedenen Dinosaurier verteilt, an Informationen geliefert. Man hat nicht eigentlich bei keinem Dinosaurier, dass man die gleichen Infos bekommt. Daher macht es schon Sinn, sich irgendwie alle zu holen. Zum einen, um die Infos über den Dino an sich zu bekommen, als auch allgemein über Dinosaurier was zu erfahren. Und wie gesagt, der Entdeckenmodus, na, der ist so ganz nett. Den Wissensmodus finde ich halt mit Abstand am besten. Dann gibt es noch den Geschichtenmodus, wo einem dann quasi die Dinosaurier irgendwelche Geschichten erzählen. Eines Nachts schaute der kleine Camarasaurus in den Himmel und suchte den Mond. Er wusste schon, dass der Mond jeden Tag ein klein wenig anders aussah. Mal war er groß und rund, mal war er schmal und sah aus wie eine Sichel. Es gab aber auch Nächte, in denen der kleine Camarasaurus den Mond nicht sehen konnte. Das fand er dann immer sehr schade.
Ja, das sind eher so auf, ja, sag ich mal, jüngere Kinder gemachte Geschichten, die vielleicht so ein bisschen emotionale Bindungen zu den Dinosauriern erleben. Manchmal erfährt man dadurch auch so ein bisschen was über die Lebensweise und den Alltag der Dinosaurier, zumindest das, was man angenommen hat, das halt in so Geschichtenform verpackt. Das ist sicher Geschmackssache, ob man sich da, also ich, viele Kinder werden das sich einfach gar nicht machen, weil sie sagen, hier, wir wollen immer nur wissen, wissen, wissen. Aber das ist durchaus auch was, was man sich anhören kann. Und die Geschichten dauern teilweise auch durchaus lange. Also erzählt manchmal so 2, 3, 4, 5 Minuten die ganze Geschichte. Also wer, wo die Kinder, wo man weiß, die mögen eher sowas, also ist auch ein interessanter Modus. Was auf jeden Fall auch noch, finde ich, mit eines der Hauptelemente ist, ist der Spielmodus. Tippe auf den orangen Punkt auf deinem Tier. Du hast 3 Spiele zur Auswahl. Tippe auf den roten, den grünen oder den blauen Stern, um ein Spiel zu starten. Ne, da hat man meistens ein Quizspiel da, und dann gibt es da also von Dino zu Dino relativ viele unterschiedliche Spiele. Ich glaube, bei den meisten Dinos ist eins ein Quizspiel und dann gibt es unterschiedliche Sachen, dass man irgendwie sagen muss, welcher Dino ist größer als eine Kuh, was wiegt mehr als eine Kuh oder was heißen die Namen der Dinosaurier oder es werden 3 Fakten über Dinosaurier erzählt. Man soll dann sagen, was zu dem jeweiligen Dino passt und. Also wir hören mal einfach, was hier zum Beispiel Nummer 3 ist. Ich nenne dir jetzt verschiedene Dinosauriernamen. Wenn der Dinosaurier, den ich dir nenne, mit einem A anfängt, tippe auf den grünen Stern. Ankylosaurus. Ne, das ist also ganz einfach. Edmontosaurus. Tippe auf den orangen Punkt auf deinem Tier. Du hast 3 Spiele zur Auswahl. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, aber in der Geschichte sind einige Fehler. Tippe immer sofort auf den roten Stern, wenn in der Geschichte etwas vorkommt, das es vor vielen Millionen Jahren noch gar nicht gab. Aber beeil dich, denn sonst geht die Geschichte einfach weiter. Mal sehen, wie viele Fehler du findest. Der Velociraptor war ein schneller Räuber. Er konnte nicht nur sehr schnell laufen, er kam auch häufig deshalb schneller ans Ziel als die anderen, weil er als einziger ein Rennauto hatte. Tippe auf den So, das ist ja zum Beispiel für so, ne, noch ein Spiel. Also da haben die sich relativ viel einfallen lassen, was eben auch eher so für jüngere Kinder gut geeignet ist, aber womit die eben schon auch was anfangen können. Und das, da ist auch viel Abwechslung bei einzelnen Dinos. Also jeder Dino hat irgendwie andere Spiele, andere neue Ideen. Das finde ich schon echt gut gemacht. Und ja, also ich kann mich da auch nur wie in meinen anderen Videos wiederholen. Ich finde, das ist eine echt gute Geschenkidee für Kinder, also wahrscheinlich primär Jungs, weil die sich ja doch eher für Dinos interessieren, aber spricht natürlich auch nichts dagegen, sowas Mädchen zu schenken, wenn die sich dafür interessieren. Und wie gesagt, das ist zum einen tolles Spielzeug, man kann sich da auch spielerisch mit beschäftigen und halt so Dinosaurier spielen, wie man das als Kind so gemacht hat. Ne? Hat ja wahrscheinlich jeder von uns irgendwie in seiner Jugend mit so irgendwelchen Figuren mal gespielt, eine gewisse Zeit lang. Und gleichzeitig erfährt man eben auch noch sehr, sehr viel über Dinosaurier. Daher auch wieder gut für Kinder, die gerade so zur Schule gehen oder noch bevor sie lesen können, weil sie sich da eben schon viel Informationen mit anhäufen können, bevor sie das dann alles irgendwie in Büchern oder im Internet nachlesen können. Und ja, also man kann sich da wirklich lange mit beschäftigen. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis das langweilig wird. Man kann auch mit Freunden mitspielen. Und ich finde, es ist durchaus, also ich als Kind hätte mich da extrem drüber gefreut, wenn ich sowas gehabt hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich der König der Klasse gewesen. Von daher, wie gesagt, wieder gut gemacht, extrem, also gut durchdacht. Also da gibt es Tip-Top-Produkte, die fallen mir deutlich schlechter, weil da einfach nicht so viel drinsteckt. Hier finde ich, ist es absolut passend. Es ist, ja, ich kann mich nur wiederholen. Toll gemacht, gut umgesetzt, schön für Kinder, die haben da Spaß dran. Und ihr wisst jetzt, was ihr bekommt, wenn ihr euch diese Tiptoy-Dinosaurier holt oder bestellt. Und wenn ihr sie euch zulegt, dann wünsche ich euch bzw. euren Kindern ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.